Und damit willkommen zurück zu Star Trucker. Unser Truck hat leider keinen guten Zustand. Ich bin jetzt schon mal nach Emerald Junction. Ach nö. Die Gewichtskontrolle. Fängt ja gut an mit Episode 2. Na, also wie ich schon sagte, ich bin schon mal in die nächste... Das war auch eine Wiegestation. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu dem hier. Ja, Chuck ist ein bisschen am Arsch. Die Energiezellen sind auch in keinem guten Zustand. Im Steam-Forum habe ich mal ein bisschen gegoogelt bezüglich der Energiezellen. Stand Day One. Kann man die leider nicht aufladen, also müssen wir die kaufen. Für teures Geld. Aber das wird teuer, ey. Vor allem, weil es so viele sind. Einmal da rein. Ich habe ja nicht mal was dran. Warum dann wiegen? Okay. Alles gut? All good. Have a nice day. Ja, danke. Das ist so dumm. Aber okay. Ob ich doch effektiv mal zu schwer sein kann? Ja, wir werden es auch mal irgendwann herausfinden. Ja, da oben ist unsere Fracht. Und schon wieder Trümmerwarnung gewesen. Moment, stehen die da im Freien einfach rum? Sour Candy with a break for LJ. I don't think that gate will work for you just yet. Try again after GB grants you clearance to the mineral colonies. Ja, ich will auch da gar nicht hin. Aber danke für den Hinweis. So. Also Fracht einfach im Freien hier. Einmal ein bisschen reindriften. Oh Mann, ich will unseren Truck hier wieder in schön haben. So, Spezialkamera. Gave me with the break for Lucky J. Sorry, the rules are rules. Gates to the mineral colonies are off limits until you have the correct clearance. Ich will doch da gar nicht hin. Aber schön, dass sie darauf reagieren. Okay, das wär's. Begib dich nach Edgeburg, lade sie so runter in den Bucht EBA3. Okay, kurz ein Foto machen. Also, Fracht wäre dran. Versuchen wir es mal. Wie ist denn das? Habe ich jetzt eigentlich... Ne, ich habe natürlich keine Rückabsicht mehr. Was Sinn macht, ich hätte gerne die Hülle. Okay. Karte. Ich sag hier einfach direkt eins. Für Edinburgh. This is Sour Candy with a break for LJ. Was ist denn? Ja, ich weiß, das hast du schon erwähnt. So. Und Musik wieder an. Okay, Luft ist bei 17%. Naja,
Gott, wir haben hier wieder Meteoritenladung. Trümmer die. Fuck. Hüllenbruch festgestellt. Ja, geil. Ja, ja, Moment. Ich bleib ja schon stehen. Ah, das ging ja schon mal weit. Und hier liegt wieder alles am Boden. So, wieder einmal raus. Ach, da vorne. Wir brauchen eine Mechaniker. So, Nummer 2. Na, unser LKW wird einfach total zusammengefliegt. Überall, wo es nur geht. Hauptsache, er fährt noch irgendwie. Oh, sehr gut. Aufmachen, bitte. Ah, das räume ich jetzt nicht auf. Los geht's. Wo ist denn da oben? Ist das Tor? Mal ein bisschen seitlich reinkommen. Vielleicht ein bisschen arg weiter nach oben. Ja, jetzt irgendwie da rein. Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu schnell. Und da. Oh je, ich bin echt ein Chaosfahrer. So, dreh. Activate, please. Dankeschön. 150! Holy shit. Okay, wir werden wieder da. Und wir haben schon wieder Trümmerwarnung. Nice. Da rechts hier. Ich würde sagen, wir fliegen da links dran vorbei. Nach wie vor Trümmerwarnung. Das sind aber einige. Das ist nicht sehr cool. Das ist ein ganzes Feld da. Wir waren da irgendwie so unter der Station durch. Geil. Bin sogar welche angedockt. Naja. Ah, oh, das sind drüber hier drin. Also, dort stehen, dort stehen, dort stehen. Dankeschön. Nee, du fährst jetzt doch nicht rein, oder? Ich glaube, der fährt doch rein. Gut, wir bremsen. Nein! Ich hab schon wieder einen Hüllenbruch. Ey, das gibt's doch nicht. Ah. Na, eventuell drehe ich die Simulation, also die Überlebenssimulation, noch mal ein bisschen runter.
Oh Mann. Oder vielleicht kann man ja das mit die Trümmer irgendwie runterdrehen. Ja, sorry. Ich habe da ein kleines Problem hier. So, oben war noch was. So, einmal hier. Hallo. So, das soll es gewesen sein. Kaum noch Energie. Und rein da. Sag mal, du fühlst dich eh auf, oder? Ja, doch. Okay, los geht's. Ist eh keiner da? Nee. Doch, da unten ist einer. Oh Mann. Ja, oh, sehr gut, aber jetzt wieder die nächsten. Bereit machen wir den Sprung. Und wir sind da. Ablautezone, da hinten. Oh shit. Hier 12,5. Entladung pro Stunde? Weil der Anzug auflädt oder wie, dass es deswegen so hoch ist? Kern A, Kern B. Ja, so ganz steige ich noch nicht so ganz dahinter. Dass man dir, wie ich das hier lesen muss. Ja, der Anzug ist jetzt bei 1%. Ja, war nichts an. Die geht kritisch. Oh shit! Wir sind bei 0. Ich habe ein Problem. Und zuerst mal da rein. Ja, langsam links war an Ecken. Geht das so? Immer schön sachte da rein. Oh, Hinderniswarnung ist wieder an. Ja, wie weit noch? Perfekt. Oh no, verspätet, fahrlässiges Fliegen. Es, oh. Ah, schwieriges Kundeneigentum. 1339. Ja, geil. Schade. Gut. Wir müssen unseren Truck reparieren, beziehungsweise den Luft- und Anzug müssen wir jetzt erstmal das Ding tauschen. Wo ist Luft? Ist gar nichts drin. Okay.
So, der geht's gut. Okay, der geht's auch gut. Ah, lol. Welche Systeme ist das jetzt hier? Okay, da muss noch irgendwo die andere haben für Luft. Wo könnte es sein? Das ist hier der Gyro. Ah. Ist das hier? Ah, da. Und da oben. Kein Saft mehr. Okay, das war getan. Im Luftfilter geht es eigentlich noch gut. Oder auch immer er da einen Change haben wollte. Gravitation auch noch. Ach nee. Das ist die eine, die einfach draußen war. Ja, und weg ist die Gravitation. Mehr. Sehr gut. Ah, natürlich. Komm, einmal dahin. Du kommst da rein. Was haben wir noch? Ah, die Kerndinger da sind fast leer. Wo kommst du raus? Du kommst rein. Ja. Alles de facto leer. Ich brauche Energiezellen. Schade, schade, schade. Ja, machen wir das hier wieder rein. Unser Truck soll ja einigermaßen normal aussehen. Gut. Ach, das noch. Ach so, Moment mal, wir haben ja extra Treibstoff hier. Wobei, ich glaube, den behalten wir so als Notding. Nämlich ist Sauerstoffgenerator, Schwerkraftkompensator. Lenkungssteuerung, Hauptsysteme. Na, lass mal alles an. We at Galaxy Wear have been crafting reliable, safe space suits for decades. Now using our innovative textile technology. Okay, wir gehen jetzt mal nach Atlas Prime. Das müssen wir hier wieder zum Start. Shop Galaxy Wear today. Okay. Den einmal hier raus, ohne zum Andecken. Nicht anhecken. Okay, hat funktioniert. Und einmal drehen. Ah, das wird zu viel. Perfekt. Ja, man muss sich jetzt... Medusa 6, oder? Ja, Medusa 6. Diesmal ohne Ladung. Ich will ja nur noch hinkommen. Streng mich doch mal ein bisschen vor, Kollegin, ne? Ich geh zuerst. Drängen hat funktioniert. Okay, Vollgas. Wo müssen wir hin? Ach, da hinten. Warte mal, ist das schlau, wenn ich
Querfeld einfliege? Vermutlich nicht, ne? Andererseits... Na gut, da hinten hat es einen Highway. Wir bleiben auf dem Highway. Unser Truck ist schon total am Ende. Anzuglader. Keine Energie. Ja, da ist mir jetzt erstmal egal. Nehmen wir den Kollegen da hinterher. Unser Highway. One transporting logistics company this side of Three Kings. We work with truckers and trailers of all types to get your goods where they need to go. Frank's Logistics, ship smart. Fahrt's aber auch ein bisschen abseits, oder? Sit back and slow it down with Gold Rock Radio. Komm in der Nähe. Direkt vor der Einfahrt hier. Atlas Prime. Problem mit 150. komm. Oh, scheiße. Komm. Ich sollte vielleicht nicht so schnell fahren. Ja, sorry. Ich bin auch Anfänger. Abbiegen. Okay, runter vom Gas. No. Jetzt noch eintreffen. Alter, das ist furchtbar mit mir. Aber ich würde es irgendwie geil finden, wenn wir mal längere Highways hätten. So, wir waren da. Paint and Ride. Wo ist jetzt eigentlich hier die Werkstätte? Ich glaube, es wäre dieses Paint and Ride. Werkstätte, nee. Auto Essentials da hinten. Da müssen wir hin. Das wird so teuer werden. Ach, nehmen wir mal so. Sollte vielleicht auch innerhalb des Highways fahren? Oh Mann. Oh. Ein Flugvergehen. Die Höhe der Strafen ist je nach Vergehen unterschiedlich. Die umfasst rücksichtsloses Fliegen, Zusammenstöße, unangenehmes Verhalten gegenüber Behördenvertretern. Okay, 25 Dollar nur. Ja, aber wo das mit dem Fliegen, das immer noch. Oh, was? Hüllenbruch? Okay. Gott, selber schuld. Wir müssen auf den Highway aussteigen.
Ich will da ein Gitter haben. Oh, was macht ein Anzug eigentlich? Shit. Der hat kaum noch Energie. Müssen wir mal schnell eine Energiezelle irgendwo ausleihen. Zum Beispiel die da. Okay. Jetzt zu ihn auf. Wie lange dauert das? Ja, ich weiß. 45%. 46. Auch leer. Ja, gleich. Oder probier ich schnell. Komm. Versucht es Spaß zu machen. Oh, die Energie geht drauf, wenn ich das dann mache. Soll ich dort wirklich noch eins machen? Das war eng. Was? Nein! Ah! Falscher Knopf. Einer. Okay. Lad mal auf jetzt, bitte. Ich würde sagen, ich mache da mal einen ganz kleinen Cut hier, bis das hier wieder aufgeladen ist. Beziehungsweise, nee, bis ich das fertig repariert habe und dann machen wir uns auf den Weg zum Mech da hinten. Ich glaube, ich sollte echt nicht so wild fahren. Also, was ist jetzt? Also, das Standardding. Also, liebe Leute, bis gleich. So, dann, da wäre ich wieder. Ich habe es mal hier bis zu dem Mechaniker geschafft, ohne dass noch irgendwo was anderes passiert ist. Mach's einfach mal ein bisschen langsamer. Und mal versuchen, bei dem Dude da anzudocken. Und ich würde mich schon mal über die Rechnung gleich freuen. So, gerade einen Shop nebenan. Warum ist das nicht vereint? Okay. Einmal komplette Wände. Halt. So. Rückwärts. Bitte sag mir, dass ich reparieren kann. Andere Kamera. Er sagt dir aber kein Ziel. Naja, es geht nicht auf. Okay, dann müssen wir vermutlich hier zum Shop. Ja, gehen wir mal ein bisschen seitlich. So, sachte dann. Hier noch. Sehr gut. Pff, da kann ich jetzt wieder nicht reparieren. 1125. Das ist doch wahnsinnig. Die tun wir verkaufen. Kaufen. Mmh. 1500 für zwei Zellen.
Ich muss sie eigentlich kaufen. 2700. Autsch, autsch, autsch. Lass mal ganz kurz gucken. Kommst mal wieder da rein. Ich will dich noch verkaufen. Ich will dich verkaufen. Ich will dich verkaufen. Ich will dich verkaufen. So, ihr kommt's mit. Eine kommt da rein. Eine kommt da rein. Wo haben wir, sind wir eigentlich soweit überall okay. Und die wäre dann Reserve. Ja, die weg. Schließen und da rein. Ja, es passt schon. Zu. Ich hab schon wieder ein Leck. Das kann nicht sein, oder? Alter. Auto Essentials. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. 477. Alter, das ist ja echt schlimm. Radio. Smooth tracks for a smooth drive. Gut, wir sind wieder draußen. Temperaturregelung habe ich momentan aus. Innen haben wir momentan 15 Grad. Heizung kalt. Oh, man kann die Kabinenlichter ausschalten. Hat das Energie? Tatsache. Damit kann ich Energie sparen. Es gibt einen Fahrtenregler. Es gibt einen Tempomat. Oh, wie geil. So, aber ich will eigentlich immer noch mein Auto verbessern. Das finde ich gerade mega kacke, dass das gesperrt ist. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Oder muss ich effektiv... Ob jetzt rein? Nee. Ich kann mal drehen. Die Ampel steht irgendwie auf grün. Oh, jetzt? $1266, Hülle reparieren. $0? Und so kann ich die ganzen Sachen verbessern. Makrodämpfer, Anzugladegeschwindigkeit. Ich hätte vielleicht eher Struktur. Einschlagsresistenz plus 25. Ja, das hätte ich gern. Hui, 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 hui. Die Sachen hier sind echt teuer. Aber wir werden jetzt erstmal wieder ready. Warum zieht Gravity eigentlich so extrem nach unten?
Schauen wir mal. 128%. Muss ich vielleicht aufräumen? Wird aber jetzt kein Ding sein, oder? Ja, toll. Jetzt ist es natürlich ganz dunkel hier. Wo ist die Anzeige da hinten? Ah, ich komme nicht ran. Licht anmachen. Alles immer schön sauber hier drin. So, und das machen wir da rein. Perfekt. Nö. Na gut, was soll's. Aber ich glaube, Temperatur sollte ich vielleicht doch wieder einschalten. So, ich hier. Temperatur ist an. Gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zu der Sour Candy. Jetzt mal außen gucken. Ich gleicher Weg zurück, glaube ich. Weil das ist 4 Kilometer nach da oben. Wir nutzen die Straße da oben. Dabei werde ich jetzt mal diesen Tempomaten ausprobieren. Tempo 100. Oh, machen wir wenigstens die Scheinwerfer fahren. So. Oh, er ist jetzt gerade ein bisschen arg langsam. 150 km/h, geht schon. Ich bin hart am Überlegen, ob ich den Spielstand nicht nochmal anfange und die Überlebenseinstellung ein bisschen anders mache. Weil, dass die Zellen so schnell nach unten gehen, das, ich glaub, das könnte nervig werden. Ja, oder es wird halt besser mit den Upgrades später. Für den Moment machen wir so erstmal weiter. Ja, nach unten bitte. Also, was soll die Ringe reinfahren für die Candy? Ich fliege jetzt einfach mal darauf zu. Breaker, breaker for Lucky J. You here for that job I mentioned? You're listening. Ja, okay, ja. I'm looking for someone to haul something to Emerald Junction. I do it myself, but I really need to get back to my workshop. Should be some sweet lettuce on delivery though. Okay. Was Anhänger? Okay. Gut. Also wohin müssen wir? Ah, Fracht, da hinten. Einmal wenden. Ah, scheiße. Ah, ich bin so doof. Dass man den Rückwärtsgang drin gehabt.
So, 2.9 um 9.16. Was ist denn jetzt? Oh, das ist doch gleich mal. Aber das Ding ist ja, es vergeht ja dann auch noch Zeit beim Sprung. Ich werde einfach mit Drake gleich hindüsen. Ausrichten. Naja, was man halt ausrichten nennen kann. Ich mach das mal mit der Kamera wieder. Das sieht gut aus. Gut, ist er noch? Sachen für Barrow. Warum habe ich das Gefühl, dass das irgendwas Illegales ist? So, Medusa 6. Oder? Ist es Medusa 6? Emerald Junction. Wir könnten aber über Purity halt auch düsen, oder? Geht eine gesamte 4 Stunden 15 Minuten. Wenn wir das so machen. Und so, ach so. Das sind quasi Express Highways hier, das mit der doppelten Linie. Und das sind 2 Stunden 30. Nee, mach das nochmal weg. 4 Stunden. 7 Uhr. Ja, nee, dann war die erste Route schon richtig. Medusa 6, Emerald Junction. Alles klar. Wie müssen wir da fliegen? Das ist da hinten. Müssen wir über die Liberty Terminal. Nee, Moment. Ich würde sagen, wir gehen da auch runter. Aber nachdem wir die ersten Stationen schon gesehen haben, würde ich sagen, fahre ich da mal für mich hin. Und wenn was Interessantes währenddessen passiert, dann komme ich wieder rein. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Checking out a report of an unregistered freight job. You calling something for sour candy? Sure. Well, I'm willing to let it slide this time. Just be careful in the future, right? Most folk at the DIV ain't as lenient as me. Lucky J, you just seen warping in. Service and done. Perfectly on time, right on the stopwatch. So almost the same. Head on over and attach the merchant these coordinates. We'll have this job wrapped up in no time at all. Alles klar. Und es ist natürlich eine illegale Lieferung. Aber hoffen wir, das wird entsprechend gut bezahlt hier, das Ganze. Ich brauche das Geld. Ja, wo genau ist diese Abladezone? Ist da so seitlich rein? Okay. Aber ich frage mich, was die machen wollen, wenn ich mal wirklich was Ewiges habe und sie mich erwischen. Ob sie mich dann irgendwie verfolgen oder so? Stilllegen? Sachen, die wir noch herausfinden müssen. Don't try to fight the insurance companies yourself. Give Nebula Law Group a call on 555-EMERALD-12. That's 555-EMERALD-12. We'll fight for you and we'll fight for your rig.
unwind, and enjoy the ride with Gold Rock Radio. Es sieht gut aus. Jetzt haben wir schön Piano. Gut. Falle. Ich bin doch ganz normal geflogen. Alla, besteht dieses Kundeneigentum? Ja, mein Gott. Für das kann ich vielleicht ein bisschen was mit dem ganzen Schrott, was hier da um die 1500. Naja, gut. Immerhin, wir sind jetzt Rang 3. Bestätigen. Naja. As for me, it's back to the old grind. Catch you later, Lucky. This is Barrow Howard in the clear. Ja, immer gern. Okay, schauen wir mal. Fertigkeiten. Was können wir hier noch machen? Verderbliche Ladung. Just in Time 2, Weltraumtraining. Weniger Energieverbrauch. Das finde ich. Ja, freischalten. So, in die Richtung würde ich mal gehen. Also mal hier, Fernstrecke, Frachtabfertigung, übergroße Ladung. Gut, Kontostand 1905 Fracht. Ich würde sagen, wir holen von hier wieder was. Wenn wir mal schauen. Medusa 6, der große Preis. Ich würde, glaube ich, für die nächste Episode mal woanders hinfliegen wollen. Vielleicht irgendwie Junkfields, wenn es geht, auftragsmäßig, oder Tanktown. Und dann da wieder Retour. Oh, wobei, ich sehe gerade, nachdem das da oben nicht freigeschalten ist, müssen wir so die Route da fliegen. Ich überlege mir das. Ich werde mal zwischen den Episoden hier mal zu der Station hintuckern. Wo ist sie denn? Da hinter uns. Und schauen wir mal an, was es da so hat. Und entsprechend machen wir da was Neues. Und dann werden wir natürlich Sauerkenne noch treffen. Fazit bis jetzt. Es macht Spaß, aber die Sachen gehen irgendwie zu schnell nach unten. Mit dem bin ich echt nicht so happy. Sauerstoff niedrig. Aha. Das ist nicht so gut. Was ist da los? Sauerstoff, dem war ja hier. Im Luftfilter geht's nicht so gut. Habe ich da ein extra für einen Luftfilter? Falsche Dinge. Luftfilter. Also muss ich jetzt auch noch einen Luftfilter kaufen. So, einbauen. Ist jetzt wieder glücklich? Nee. Effizienz 43%. Luftfilter warten. Den habe ich gerade ausgetauscht. Moment mal, das sind zwei Systeme. Leistungsrate plus 31 Liter pro Stunde. Verbrauchsrate 23 pro Stunde. Moment. Wo ist der andere? Da ist gar keiner drin. Der ist bei 60%. Okay, das ist dann jeweils Backup. Dem geht's gut. UK so einigermaßen. 40%. Ja, blöd. Ich glaube, dich lasse ich mal einen Schrott draußen. Weil andererseits, ne? So ein bisschen Leben hast du ja noch in dir. Du kannst als Backup ja dienen.
andere Kiste. Was ist da noch drin? Arbeitskleidung, UK, UK. Ne, einer. Okay. Nochmal zum Shop. Dem konnte ich jetzt auch nichts anfangen. Wo mache ich den ganzen Schrott hin? Der andere Filter ist oben drin. Ja, blöd. Aber das mit dem Sauerstoff sollte jetzt wesentlich besser werden. Plus 5. Je mehr ich das sehe, umso mehr möchte ich die Spieleinstellung anpassen. Andererseits ist es so halt auch eine Challenge. Was meint ihr? Soll man das ändern oder nicht? Schreibt mal das in die Kommentare mal rein. Nachdem, was ich da für Feedback dann sehe, werde ich das eventuell anpassen. Und ich hoffe, ich muss dafür das Spiel nicht nochmal neu anfangen. Das wäre ein bisschen meh. Da kann ich irgendwie das Safe Game anpassen, wenn ich das so nicht ändern kann. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode und dann wird weiter getruckt und hoffentlich der Truck nicht kaputt gemacht. Bis dann. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.